So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Das wird eine bestimmt relativ kurze Folge, denn wir haben sonst immer so 200, 300 Bilder bekommen. Dann musste ich das immer auf so 100 Bilder reduzieren. Jetzt habe ich nach dem Aussortieren von was nicht dazugehört und was dazugehört gesehen. Wir haben vielleicht gerade mal 69 Bilder oder waren es 39? Ich weiß es nicht. Das ist ein Unterschied von 30. Das ist die Hälfte also. Es spielen gefühlt immer weniger Leute spielen aktiv, kriegen nichts, schicken nichts, vergessen es. Es ist auf jeden Fall nicht mehr so wichtig. Bin mal gespannt, wie lange das Format noch überlebt. Aber kann auch ganz angenehm sein, wenn so eine Folge nicht 25 Minuten geht, sondern vielleicht nur knackige 7 Minuten, 6 Minuten, irgendwas dahin, so wie viele andere Videos eben auch, kann man das für zwischendurch auch einfach besser gucken. Jetzt aber nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, wir beginnen die Woche brandaktuell, heute am Mittwoch, morgen ist Raid-Boss-Wechsel, morgen kommt Regi Ice und Mega Despo da. Ich werde, glaube ich, für beide trotzdem einen Community-Raid machen und dann täglich meinen Mega-Despota-Raid machen, weil das finde ich besser als Regi Ice. Jetzt aber, Videostart kommt. Angefangen hat die Woche hier beim Skinny. Das musste ich unbedingt mit reinnehmen, zum Hochzeitstag bekommen. Was für eine geile Mischung. Da habt ihr Feuerdrachen, ihr habt Takis, ihr habt Samyang Bulldog zweimal, ihr habt Knickknacks, ihr habt irgendwelche Hot Saucen, ihr habt Fuego-Saucen direkt, Jalapenos, Habanero, Hot Sauce, Tabasco, genau das ist das Wort, was ich suche. Auch wenn Takis jetzt sehr verrufen sind, viele mögen die, viele hassen die, auch wenn Kimchi nicht die beste Samyang-Sorte ist, es geht darum, dass da wirklich gefühlt nur scharfe oder würzige, sehr spicy Sachen drin sind und das finde ich sehr genial, ist so eine Kollektion zusammengestellt aus vielen verschiedenen tollen Sachen. Dann hat mir der Alex das Ticket fürs globale Go-Fest geschenkt und langsam formt sich auch die Gruppe. Es haben sich jetzt schon ein paar Leute gemeldet, die sagen, sie würden auch am globalen Go-Fest vielleicht nach Gera kommen. Zusammen mit Thomas, Shenaya, mir, Pupsi, spielen. Da Silvio wird wahrscheinlich wieder dabei sein, der Scheinuxi, Doreen würde wieder kommen. Tag, du Manoman hat sich ganz frisch gemeldet, der vielleicht auch dabei sein möchte. Der Zuckerzopf haben wir am Sonntag oder am Montag erst im Stream nochmal gehört und gelesen. Kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr aktiv hier unterwegs seid, der würde vielleicht auch rumkommen und mal gucken, was sich noch tut, wer vielleicht noch zusagt. Ich weiß nicht, wie man das dann macht, wenn man sonst zu viert am Tisch beim Griechen gesessen hat und da sitzt dann eine ganze Fußballmannschaft auf einmal, wie das funktioniert. Danke auf jeden Fall an Alex, dass ich dann ein Ticket habe, wenn die alle spielen, damit ich vielleicht auch ein bisschen was machen kann und vor allem, dass ich die Raid-Pässe habe, sonst könnte ich gar nichts machen. Dann bin ich Glücksfreund geworden mit Balu. Dann hat der Prinz hier ein Shando geschickt. Das erste Shando nach knapp 4 Jahren. Erste Reaktion, verdammt falsche Form. 100% Wuffels in Shiny. Das ist auf jeden Fall cool, aber nicht Schocker der Woche. Hat er mir außerdem gar nicht geschickt, hat er nur in die WhatsApp-Gruppe rein und ich habe es mal mitgenommen, weil man vom Prinz auch schon ewig nichts mehr gehört hat und ich dachte, das ist trotzdem cool, dass man das mal sieht, dass er überhaupt noch spielt. NetGhost, Glücksfreund geworden. Pack, Glücksfreund geworden. Karisima, Glücksfreund geworden. Ist heute dran auch mit dem Tauschen. Dann wurde mir ja von der Sarina ein Amazon Prime Gaming Code geschickt. Da ist eine Forschung, wo man Grandpa begegnet, also Zenlong. Wo man EP kriegt, Staub kriegt, eine Brutmaschine kriegt, alles. Die habe ich im Community-Tab reingepostet. Der erste, der das eingegeben hat, konnte sich diese Forschung holen mit diesen Gratis-Items. Gestern habe ich nochmal eine zweite Forschung gekriegt vom NetGhost. Die habe ich auch wieder nicht genutzt. Die habe ich auch wieder an euch rausgegeben. Das ist das nämlich aktuell. Klar gibt es dann Leute, die sagen, hä, das geht gar nicht, ich habe es gerade probiert. Das ist der Erste, der das einlöst, der hat ihn, der kriegt die. Wie will man das aber jetzt rausfinden? Kann ja auch sein, ich löse es für mich ein und stelle dann den abgelaufenen Code rein und sage, ach, da war wohl einer schneller. Aber würde ich dann davon reden gerade? Oder würde ich erst recht davon reden, um zu sagen, dass ich da nicht davon reden würde, weil ich das gemacht habe und nicht machen würde? Aber irgendeiner hat drunter geschrieben, Dankeschön vielmals. Ich weiß gerade auch nicht, wer. Das heißt für mich aber, dass der vielleicht das hat, weil der Zweite, der drunter geschrieben hat, hat es schon nicht. NetGhost wollte vielleicht noch einen dritten Code mir geben.
Ich weiß nicht, ob ich das für mich dann einlöse und mal zeige, was man in dieser Forschung nun bekommen konnte direkt und wie die einzelnen Schritte sind oder ob ich die auch noch im Community-Tab an euch verlose. Weil für mich, ich brauche es eigentlich nicht. Wenn ich aber was kriege, dann versuche ich das ja immer zu zeigen. Und weil ich wusste, es kommt noch was, habe ich bisher die anderen erstmal an euch rausgegeben. Dann gestern ging ein Ei auf, ein richtig altes, vergammeltes Ei. Da war ein hundertprozentiges Schlurp drin. Aus Gera. Ist ein Andenken. Aus Gera, nach Gera. Bald geht's wieder los, also in 10 Jahren. Aber trotzdem, 100% Schlurp aus dem Fünferei, aus Gera, das finde ich irgendwie cool. Kurselinchen hier, Shiny Sichlor mitgenommen, Shiny Pikachu mit der Kapitänsmütze mitgenommen, Shiny Mankey mitgenommen, Shiny Ferkuli, Shiny Fritzelbits, Blood and Tears, Raikou gab's im ersten Raid, Ricky ist sogar Dex-Eintrag, da möchte wohl einer, dass man wieder intensiver spielt. Also erster Krypto-Raid mit Raikou direkt Shiny bekommen, das Kaburiki, sie hatte noch gar kein Kaburiki. Und hat dann auch direkt ein Shiny bekommen. Und hier oben seht ihr noch ein Plauderguy. Haben wir jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Ist also auch noch eins der relativ selteneren Shinies, weil es die ja gefühlt nur zur Sinotour gab. Lenchi zeigt uns ein 98er Krypto-Raikou. Okay, geht aber besser. Dann haben wir zur Ruhe 0%. Okay, geht aber besser. Was haben wir hier? Krypto-Shiny Zubat, Shiny Slimer und ein Shiny Wadribje. Wo dort steht Meisterball. Warum? Hast du das etwa mit dem Meisterball gefangen? Das wäre der Schocker der Woche. Andy Forbeck aus dem 10-Kilometer-Ei gebrütet. Shiny Tordonator, Dragonite, Malfurator Mittwoch. Nach 2100 und so weiter Bären erst Gold bekommen. Ich hab davon keine Ahnung. 26 Siege, hat also da auch ein bisschen dran gekämpft. Ja, aber er saß auch nur 2 Tage und 12 Stunden. Das heißt, er ist so verrückt wie der Schickeria, dass der sich setzt und stellt sich den Wecker. Alle halbe Stunde, wenn es wieder füttern geht, wird gefüttert. Und dann eine halbe Stunde später wird wieder gefüttert. Und das tagsüber. Und das während der Arbeit. Und das während des Klogangs. Und das während des Geschlechtsverkehrs mit der Partnerin. Und das während des Schlafens. Genau, das ist ja wichtig. Halbe Stunde, die ganze Nacht immer. Und dann ist die Arena in kurzer Zeit auf Gold. Nach 2 Tagen Goldarena. Wahrscheinlich ohne Raid sogar, ohne alles. Einfach nur durch Geschlechtsverkehr. Durch Füttern meine ich. So. Weiter geht's mit Genaya, 100% in Neko. Shiny Sichlor. Viridium, 100% Glücks Shiny. Richtig genial, aber nicht Schocker der Woche für mich. Endlich mein erstes Schlando. Nochmal vielen lieben Dank an Matze Nordland, der Nordbrand, der gute Pfeffi. So. Das sieht gut aus. Auch wenn oben was verdeckt ist. Hier nochmal Bronze, Feldforschung, Shiny mitgenommen, da ist es. Shiny Krypto-Raikou mitgenommen, Pikachu mit Fliegermütze, Shiny mitgenommen. Borki, dem ist wohl das hundertprozentige geflüchtet, ja. Alexander Ahringer, endlich Shiny Nasgnet in Pokémon Go. Andy, 2311, Boki, also 2311, Boki. Römerberg, Rheinland-Pfalz, 100% Knabon. Gebrütet. Seit ganz kurzem erst im Spiel. Viele Leute sind heiß drauf. Ich, Volldepp, hab meins immer noch nicht entwickelt. Müsst ja hier Geist und da Psycho besiegen. Kannst du PvP-mäßig, kannst du mit dem zweiten Account einfach so machen. Was hab ich gemacht? Nix. Aber 100%? Ich glaube, das muss man so lassen. Kann das Pokémon was? Wenn ihr das entwickelt, zu was würdet ihr es entwickeln? Zu dem? Sind die stark? Erreichen die WP? Ich habe absolut keine Ahnung von diesem Pokémon, aber ich glaube, ich würde es so lassen, weil das ja gefühlt aussieht wie ein Baby. Und Baby-Hunderter sind immer genial. Aber nicht Schocker der Woche. Dann Pascal. Wäre doch was für Raider Mittwoch. Der hat hier auch in seinem allerersten Kaburiki-Raid einen Shiny Kaburiki bekommen. Leider kann man in Facebook mittlerweile, wenn man Bilder schickt und du drückst drauf, dass du die groß hast, steht auch kein Name mehr und nichts dabei. Deswegen musste ich so upscreen, dass ich das Bild habe, wo die Hälfte fehlt. Aber ich weiß, dass es von Pascal ist. Heiko, genauso. Konnte ich leider auch nicht groß upscreen. Müsste auch klein angucken. Vielen lieben Dank an Linuxia für das tolle Geschenk. 100% Glückskatagami. Und ihr wisst, das ist der beste Pflanzenangreifer im Spiel. Also nimmt man mit, zieht man hoch, geht man voll mit ab. Gerade jetzt, wo Kyogre kommt. Kyogre, Kyo in die Raids.
Da kann man mit Katagami bestimmt gut Schaden machen. Cumulus, Shiny Schlurp, Shiny Panzerera und Adomasan. Adomasan, Asichlor, Shiny. Cumulus, Raikou, Krypto, Shiny, Lenzhard, Shiny aus dem Mega Raid, mitgenommen, Hagen, Gewaldro, Shiny Wuff, Wuffels, Shiny, Lenzhard immer noch, Shiny Gladio, heute ein 93er bekommen, Shiny, Krypto, Raikou und die Feuerwehrfrau auch mit einem Shiny Schlurp. Da müsste jetzt auch noch Haken dran stehen, dann wäre das perfekt. So, das war's. Hört ihr den Indianer im Hintergrund? Wahrscheinlich nicht, zum Glück. Das wäre nicht so toll. Wir haben aber noch den Schocker der Woche für euch. Obwohl wir ja Knabon hatten, obwohl wir ja verschiedene hundertprozentige irgendwas hatten, seht euch den Schocker der Woche an. Und der Schocker der Woche kommt nicht von Adi mit dem schwarzen Gummimund, sondern Thomas. Thomas Speck. Thomas Speck hat so oft auch so viel Glück oder spielt einfach so viel, hat so krasse Sachen und schaut es euch an. Dieses Raikou wurde am 9.3. in der Nähe von Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Deutschland gefangen. 100% Krypto Raikou. Kannst du nicht durch einen Glückstausch zu einem 100er machen, was ja relativ einfacher wäre durch diese Mindest-IV von 12, 12, 12. Ne? Also das ist... Weiß ich nicht. Ich finde, Raikou ist ein super cooles, geniales, vom Design her Pokémon. Dann ist das auch irgendwie gelb. Ich ordne das immer dem gelben Team zu. Ich mag den Elektro-Typ. Das kommt auch dazu. Das Pokémon an sich cool, das Design cool, der Typ cool. Ich finde, es ist auch nützlich. Es ist jetzt frisch drin. Und da an ein 100er Krypto zu kommen, ist halt schwierig. Du hast nicht aus dem Raid diese mindestens 10, 10, 10. Du hast mindestens 6, 6, 6. Du hast viel mehr Kombinationen, die auftreten können, dass du erstmal 15, 15, 15 haben musst. Und du kannst dir nicht einfach durch einen Tausch, durch einen garantierten Glückstausch, eins mit mindestens 12, 12, 12 basteln. Das geht ja auch nicht von den Werten. Also ein Shiny 100% Glücks-Pokémon, legendär, ist nicht so selten wie dieses Raikou. Das finde ich cool und das ist Thomas Speck und deswegen würde ich sagen, das ist der Schocker der Woche. Wie viele Raids hat es dafür gebraucht? Das wäre noch interessant. Vielleicht schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.